Na gut, dann gucken wir mal zurück in die Villa, ob wir da jetzt einigermaßen besser zurechtkommen, wo eine Wache weniger da ist. Aber irgendwie bezweifle ich das. Wir versuchen erstmal uns einigermaßen durchzuschlagen. Wenn das nicht klappt, dann geht die Panik los und wir stürmen einfach rein, Girogon voran, Mädels hinterher, drängen uns durch die Wachen durch, versuchen die Vase zu finden und laufen wieder raus. Das wäre so der Plan. Dich hätten wir schon mal gerne, dich für später, dich auch noch, dich noch und damit werden wir fast durch anzaubern. Oh, Trollblut. Stimmt, Trollblut, warte. Kraft 10, Rotreagenz. Heiltränke, wir haben aber keine Flaschen mehr. Das ist nicht so gut. Sollten wir auch mal ändern. Und hier graue Reagenz mit 10er Potenz. Könnte also alle hiervon ersetzen. Ja, bei Zeiten sollten wir zum Alchemisten gehen und einfach alle 5er und 1er Sachen verkaufen und nur die 10er Sachen behalten. Und unbedingt ganz viele leere Flaschen kaufen. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht. Also wir haben einen mit 4, aber das ist Gift heilen und nicht Heilung. Die perfekte Mischung. Ein 18er Trank. Du kommst dahin. Dich will ich eigentlich nicht verkaufen. Du scheinst ein Artefakt zu sein. Und ich sammle gerne Sachen. Das müssen wir später irgendwo in unser Schloss tun. Das schaffe ich nicht. Das müsste eigentlich noch repariert werden, bevor wir in die Villa gehen. Du gehörst noch dahin, du gehörst dahin. Wir sind nicht wirklich vorbereitet für einen Kampf. Wir laufen da jetzt einfach rein, versuchen die Vase zu finden, dann ist gut. Und da ich das Gefühl habe, dass die Vase bestimmt irgendwo versteckt ist, in der Kiste oder so, sollten wir vorher Bewahrung sprechen. Weil die Kiste wird bestimmt in der Falle versehen sein. So, rein da. Jo. Und laufen. Au. Au. Ups. Das war eine Kiste, aber es war die falsche. Das erkenne ich nicht. Au, 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 au. Nicht. Ich werde sie. Au. Nein, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Du trinkst ganz schnell einen Heiltrank. Und musst hier dran vorbei. Schnell, 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 schnell. Uah. Das wäre sehr teuer geworden. Wir haben nirgendwo eine leere Flasche. Wir könnten. So, du mischst jetzt die da mit der. Kannst du nicht. Okay, einfach nur mal weg hier. Bevor eine Wache der Meinung ist, mal rauszugehen und zu niesen, dann würden wir tot umfallen. Okay, also die Villa können wir knicken. Ich denke mal noch für eine ganze Weile. Denn jetzt, wo wir da zweimal eingebrochen sind, wird Lord Markham nicht so gut auf uns zu sprechen sein, zum einen. Und er wird bestimmt mehr Wachen einstellen. So, wo ist die nächste Herberge? Wir haben 3 totgeschlagene Frauen dabei und müssen uns ausruhen. Bitte sehr, genießt euren Aufenthalt. So, das war das Erste. Gibt es hier einen Alchemisten? Es gibt eine Bank. Sieht nicht so wirklich danach aus. Überall nur Privathäuser, die Villa, die Ställe, Kirche. Gut, gehen wir mal kurz die Privathäuser durch. Nichts Wichtiges. Feuermagie-Experte. Also allein wegen Fackellicht will ich das ganz gerne mal, aber ein Weinkeller? Das ist sehr verdächtig. Hallo? Fledermäuse. Okay, Fledermäuse sind jetzt nicht so schlimm. Du siehst schlimm aus. Herrscherin der Toten. Nein, 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 nein. Wir wollen uns nicht mit einer Herrscherin der Toten anlegen. Definitiv. Oh, Sand kaufen für 2000. Das sollte ich mir aufschreiben. Also, Tatalia. Sand kaufen. Wein hier.
verkaufen. Also Wein konnten wir in Effli oder im Tullianischen Forst kaufen, auch für 2000. Das war recht teuer. Das heißt, hier könnte man das loswerden. Das heißt, wenn wir wirklich Geldsorgen hätten, was momentan nicht der Fall ist, weil wir haben eigentlich 91.000, wir haben noch recht viel auf der Bank. Also wenn wir irgendwann Geldsorgen haben, dann könnten wir diese 2000er Sache mal kaufen, hin und her reisen und verkaufen. Schon mal gut zu wissen. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Körpermagie Meister. Dafür müssten wir Priester werden. Nichts Interessantes. Da ist die Villa, um die wir einen Bogen machen sollten. Brunnen. Wollen sie nicht... Luftresistenz. Okay. Auch noch temporär. Auftrag. Wie ihr vielleicht schon erraten konntet, sammle ich hochwertige Kunstgegenstände. Momentan bin ich auf der Suche nach einem Gemälde. Besser als einer Serie. Eines von König Roland, eines von seinem Bruder Archibald und eines von der Engelsstatue im Hofgarten von Schloss Ironfist. Diese Serie ist von unschätzbarem Wert und ich als Sammler bin gewillt, dafür sehr gut zu zahlen. Wenn ihr den kompletten Satz Gemälde zusammentragen könnt und sie mir bringt, werde ich euch ganz sicher großzügig für eure Anstrengungen entlohnen. Eins davon haben wir schon. Die Statue. Und von Archibald haben wir ein Bild gesehen, nämlich im Geisterhaus, aber wir konnten es nicht abnehmen. Das wäre der nette Mann mit den rot funkelnden Augen. Wenn ich mich recht aus Heroes 3 erinnere. Obwohl er eigentlich älter aussah. Na gut. Erstmal Trolle töten. Nichts geht über einen guten Kampf. Ein guter Kampf, wenn Leute, die nicht fernkämpfen können, von Zaubern niedergemäht werden. Du hast einen sehr makaberen Geschmack, Dalana. Aber das passt schon. Bei den Jungs hier würde ich auch nicht unbedingt in den Nahkampf gehen wollen. Nicht mal mit einer Gruppe, die auf Nahkampf spezialisiert ist. Na komm. Bald geht uns das Mana aus. Ja, doch, machbar. So. Haben wir wenigstens ein bisschen was hier geschafft. Also ja, wir haben einen Drachen umgebracht. Das sollte die Gegend schon mal ein wenig sicherer machen. Aber hier sind noch so viele Trolle und gerade da oben, also dem Schneegebiet, da sind richtig, richtig viele Trolle. Da sollten wir eigentlich auch noch bei Zeiten aufräumen. Oh, ein Plattenpanzer. Das kann ich nicht erkennen. Oh, ein sehr schöner Plattenpanzer. Den würde ich echt gerne identifizieren. Aber da brauchst du noch ein paar mehr Punkte. Was haben wir da? Können wir das wirklich brauchen? Eine schwere Armbrust, ne. Ja, wir sollten weg hier und in eine richtige Stadt, habe ich so das Gefühl. Zum Alchemisten die Flaschen kaufen, den Plattenpanzer identifizieren, all sowas. Weil hier ist nichts. Reparieren, Meister. Ah, das könnte er jetzt schon. Also er braucht nicht noch eine Aufstufung oder sowas. Aber er braucht 7 Punkte in Reparieren. Und da fehlt noch ein bisschen was. Aber was war das hier unten? Gares der Ganzmacher. Hauptstadt Terrassia. Kettenexperte. Oh. So, Handel, Schiffsplan, nö. Boah, sieht das hier runtergekommen aus. Waffenmeister-Experte. Kaching. Paula Lichtspeer, Meister der Fähigkeit der Waffenmeister. Werden wir nicht lernen können, leider. Stehen, Großmeister. Nö. So, das müsste es jetzt hier gewesen sein mit dem Dorf. Das heißt, sie haben fast keine Geschäfte. Ein paar Lehrer. Oben in dem anderen Gebiet, da sind Geschäfte, aber auch nicht alle. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weg hier. Genau, hier. Hallo? Terrassia, das klingt doch gleich viel angenehmer. Und zwar würden wir gerne zum Rüstungsschmied, um zu gucken, was das für eine Panzerung ist. Guten Tag. Und das hier repariert bekommen. Erkennen das da.
54. Oh, das sieht wesentlich cooler aus. Das da kann auch weg. Verkaufen, das da. Danke, bis dann. So. Das kannst du noch reparieren. Oder war das hier deiner? Kein Platz mehr. Jo, alles kaputt. Das schaffe ich nicht. Also er muss definitiv seinen Skill erhöhen, so wird das nix. Weil es wird immer schlimmer werden mit kaputten Sachen. Nach fast jedem Kampf werden wir irgendwas reparieren müssen. Das kann weg. Das muss repariert werden. Ich erkenne, reparieren. So. Danke. Das dahin. Das verkaufen später. Das ziehst du an. Boah. Zeig mal. Ja, schick. So, die beiden Sachen weg. Guten Tag. Zing, zing. Hast du noch was Besonderes? Nö. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Das kann weg. Was Besonderes? Nein. Danke. So, nächster Schritt. Alchemist und magische Kinkalizien. Zum einen für leere Flaschen, zum anderen zum Aussortieren von Luaneras Ingredienzen. Und bei den Kinkalizien einfach so gucken, ob es neue Ringe oder dergleichen gibt. Kann ich euch helfen? Zappel das hier. Plus 7 Ausdauer. Nix, nix. Klinge. Das ist ein Erdzauber, oder? 1000 Gold, ja komm, den nehmen wir mit. Implosion. Oh, der ist schick, den nehme ich auch mal mit. Standard. Nö. Geschick plus 2. Das bringt fast gar nichts. Nee, okay. Wählen. Jetzt kann ich einen neuen Zauber. Du zu ihm. Der sollte später verzaubert werden. Du. Willkommen. Tretet ein. Verkaufen. Und zwar alle davon, weil wir haben die hier. Die 5er Reagenzen können auch weg, weil wir haben jetzt das Trollblut. Und in Tessalia gibt es sehr viele Trolle, wo wir uns jederzeit was holen könnten. Schwefel macht 10. Feenstaub macht 5. Und nimmt zu viel Platz weg. Katalysator 13, Katalysator 16 brauchen wir nicht, weil wir können jetzt schon 18er Tränke herstellen. Erwachen brauchen wir höchstens einen von. Stein zu Fleisch behalten wir. Krankheiten, alles immer okay. Die können auch weg. Jo, goodie. So. Okay, jetzt hätten wir gerne leere Flaschen. Zing, 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 zing. Und Besonderes haben sie nur wieder so ein komisches Zeug, das wir nicht wirklich herstellen können. Ja. Ja. Das sollen mal später Mana-Tränke werden und das hier sollen Heiltränke werden. Heiltrank. 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 Wir haben nichts zwischen 5 und 50. Das ist ein wenig unpassend. Okay, machen wir da unten 50er Trank hin. Perfekte Mischung. 58, okay. Geschafft. Und hier den die kleineren. Perfekte Mischung. Die perfekte Mischung. So. Andere Tränke kommen hier hin. Zing. Zing. Und jetzt schopfen wir hier alles voll. Damit wir einigermaßen Platz haben. Für neue Kräuter. So. Heiltränke, Mana-Tränke, guter Mana-Trank. Stäbe, Zauberspruchrollen, die wir irgendwann für irgendwas gebrauchen können. Ein Artefakt, zwei Hände und das kann weg. So. Die Erze könnten wir da eintauschen. Wogegen diesmal? Ich denke mal gegen Kalizien. Also hier. Ein weißen Trank. Ring, Amulett. Komische Schuhe, billiger Ring und das war's. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann weg. Feuerresistenz kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Wasserresistenz Ding? Wasserresistenz 12. Können wir das wirklich brauchen?
Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Aber genug eingekauft und rumgewerkelt im Inventar. Was wollen wir jetzt machen als nächstes? Auftrag. Lord Markhams Villa ist zu schwer. Sabotiert den Aufzug in den roten Zwergenminen. Ah, den Auftrag könnten wir abgeben. Dazu müssen wir nach Effli zurück. Finden Sie drei Statuen. Finden Sie drei Gemälde. Gewinnen alle 13 Turniere. Das war's schon mit Aufträgen. Also fürs Erste jedenfalls. Das heißt, wir gehen nach Affli, würde ich sagen. Also erstmal nach Harmondale, dann Tullianischer Forst und dann, ne? Wie wir halt reisen müssen. Hallo, ihr wollt es geht sofort.